Herzlich willkommen zu Eurobike 2024. Ihr seht schon hier ein kleines Technikwunderwerk und zwar der neue ZF Centrix Motor. Und bei mir ist der Patrick von ZF und er wird ein bisschen erzählen zum Motor, zum Akku und der ganzen Technologie dahinter. Das ist unser neuer Motor, wie der Rico schon gesagt hat. Und der Motor nennt sich Centrix, hat 90 Newtonmeter und 600 Watt. Und es wiegt 2,5 Kilo? Wiegt 2,5 Kilo bei 88 cm Durchmesser. Das ist klein. Sehr klein, ja, nicht viel größer wie eine Cola-Dose. Und ist das zentrale Herzstück sozusagen unseres ZF-Bike-Ökosystems, was wir dieses Jahr komplett vorstellen. Ja. Was gibt es dazu noch so? Also ihr habt wahrscheinlich verschiedene Akkus, es gibt eine Remote-Einheit, es gibt eine Control-Unit. Genau, also es gibt im Endeffekt alles. Wir haben uns entschieden, alles aus einer Hand zu machen. Wir haben gedacht, wenn wir was bringen, dann bringen wir ein ganzes System. Das heißt, wir haben den Antrieb als zentrales Herzstück. Wir haben aber auch eine Batterie, einmal eine große 756 Wattstunden Batterie und noch eine kleinere mit 504 Wattstunden. Beide passen in das sogenannte Rail rein bei uns. Das heißt, auch ein bisschen anders hier ist das Konzept. Die Batterie wird direkt in so eine Schiene eingeschoben. Das heißt, du hast nicht mehr oben und unten eine Klemmung, die du noch umständlich einstellen musst, damit das alles nicht klappert und knarzt. Bei uns wird der Akku einfach eingelegt, reingeschoben und dann ist der spielfrei verbaut. Genau. Der Motor ist ja wirklich ultra klein. Also wie habt ihr das hingekriegt, dass der so klein wird? Genau, also der Motor, bei dem Motor nutzen wir ein Getriebe aus unserem Portfolio, nennt sich Wellgetriebe und wird zum Beispiel in Lenksystemen eingesetzt, schon bei uns und in der Robotik. Und das ermöglicht uns, das Ganze auf einer Achse zu bauen. Soundentwicklung bei dem Teil, also Patrick, Butter bei die Fische. Ist er laut, ist er leise? Das, glaube ich, wollen alle wissen. Ja, genau. Also natürlich haben wir den gebenchmarkt gegen den Rest, der so auf dem Markt ist. Und wir liegen hier genau auf einer Ebene mit den anderen, haben aber hier einen sehr einzigartigen Sound. Wir haben nämlich alles rausoptimiert, was rauszuoptimieren war mit den Maßnahmen, die wir in der ZF auch zur Verfügung haben, Akustiklaboren, akustischen Kameras. Und es ist ein sehr einzigartiger elektrischer Sound entstanden am Ende. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Der Sound von dem ZF Centrix Motor ist echt special. Der klingt überhaupt nicht mechanisch, wie man das von anderen Motoren kennt. Der klingt eher, ich würde sagen, elektrisch. Also irgendwie elektronisch. Das hat so einen leichten Pfeifton, aber ganz leise. Ich kann es kaum beschreiben. Ich könnte es nachmachen, aber ich glaube, dass man das mit den Mikros gar nicht wahrnimmt. Achtung, ich probiere es mal. Der klingt ungefähr so. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber wir werden das auf jeden Fall nochmal am Rad selber ausprobieren. Ich finde das Teil super spannend. Innen drin gibt es noch, ich glaube, um das Thema D-Rating ist ja so ein bisschen, das Teil ist ja klein. Ja. Dann gibt es noch diese Klemmung, die ich übrigens super innovativ finde. Aber all das liegt ja an dem kleinen Motor an. Das heißt, wird er heiß oder wird er nicht heiß? Ja, also natürlich, jeder Motor wird ein Stück weit warm. Wir haben aber hier in dem Motor eine Ölfüllung, die uns außerhalb von der Schmierung auch des Ganzen hilft, die Wärme wegzubekommen. Das heißt, das Ganze rotiert ja hier um die Fahrerachse und bringt auch die Wärme, schleudert sozusagen das Öl immer wieder an die Außenwand, nimmt die Wärme sozusagen vom Elektromotor weg, schleudert es an die Außenwand und wir können dann die Wärme übers Aluminiumgehäuse und hier vorne auch über den Deckel, wie ihr schon seht, mit Luftkühlung wird einfach durch den Fahrtwind angestrahlt, können wir die Wärme dann nach außen wieder abführen. Dann läuft das Öl wieder zurück und kann wieder neue Wärme vom Motor wegtransportieren. Genau. Wenn ich mit dem Teil unterwegs bin, gibt es noch ein Display, Control Unit? Wie kann ich sehen, womit ich quasi, mit welcher Unterstützung ich fahre? Hat das Display Touch? Irgendwie ein paar Details genau. Dazu. Ja, also Batterie, die zwei Batterien, die Battery Mount und den Motor, habe ich ja bereits erwähnt. Da gibt es dann noch hier unseren Core Controller, der wird eben auf dem Top Tube montiert und hat die Möglichkeit dann eben ein- und auszuschalten. Man kann die Unterstützungsstufen durchschalten, kann sein Handy anschließen zum Laden. Mit auch, so einem Pin, wie heißt das? Pogo Pin. Ja, genau, also Magnetic Pogo Pin, also ja. So der richtige Ausdruck dafür. Kennt man von Apple MacBooks. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ja. Und damit hat man die Möglichkeit, eben dann per USB-C oder Lightning sein Handy anzuschließen. Aber auch der Händler kann dann mit USB-A zum Beispiel einfach den Service durchführen. Ja, genau. Patrick, zum Ende. Welche
Hersteller gehen aktuell mit dem Motor, also kommen damit jetzt gerade auf den Markt? Genau, also unser Leadkunde sozusagen ist der Raymond. Der kommt jetzt dieses Jahr mit einigen Modellen in Serie direkt mit dem Centrix und dem ZF-Ökosystem. Und könnt ihr auch draußen schon sehen, haben einen Stand direkt von uns gegenüber, könnt ihr auch die Räder schon fahren. Des Weiteren gibt es eben den Bergstrom, der noch mit einem Modell kommt. Und von der Firma Ultima wird es auch noch Fahrräder geben. Sehr cool. ZF Centrix X ist ein sehr spannendes Motorsystem mit super vielen innovativen Lösungen und eben echt Neuerungen, die andere Motorsysteme noch nicht haben. Wenn ihr Fragen dazu habt, postet es hier in die Kommentare. Wir werden versuchen, das Ganze zu beantworten. Und es war mir eine Freude und ein Fest. Bleibt elektrisch!